Der 31. Oktober ist für viele ganz ein normaler Tag. In den USA hat er aber eine besondere Bedeutung. Es ist Halloween. Und auch in der Schweiz wird immer mehr Halloween gefeiert mit Gruselpartys und Kürbisschnitzen. Passend dazu haben sich auch in Luzern im Historischen Museum ein paar etwas ganz Spezielles überlegt. Das ist lustig, Musik. Im Geisterhaus unter dem Dach des Historischen Museums Luzern hat es eine Puppe, die ziemlich für Aufregung sorgt. Das haben auf jeden Fall die Schüler von dieser Klasse aus Adligenswil gefunden, die heute Morgen als erstes einen Rundgang machen durften. Oh, der Kopf fällt. Und das Quellen. Ich habe das Gruseligste gefunden im ersten Raum, die Puppe. Am Anfang war die nicht so gruselig, aber auf Tour, man war irgendwie 5 Minuten in dem Raum und dann ist es schon irgendwie ein bisschen gruselig geworden. Es gibt also einen Film, Annabelle, und die hat so der gleichen und mit den roten Augen. Und ja, so, dann war das mega gruselig. So die Musik und ihre Augen und das Pferd, wo sie drauf geritten ist. Ja. Nach dem ersten Raum mit vielen verschiedenen gefürchtigen und gruseligen Sachen geht es weiter in die Welt der Sagen. Die ist echt. Die ist echt. Die Schlange ist echt. Das ist ein Liebestrank, ja. Der Walti Matthies erklärt, was die Sagen zu tun haben mit unserer Zentralschweiz. Ja, weil das natürlich sehr, auch eine ländliche Gegend ist, sehr eine sagenumgebende Gegend, also mit denen eben der Pilatus und da die auf der Landschaft, wo natürlich so der Volksglaube noch bis in die heutige Zeit erhalten worden ist. Das ist wahrscheinlich auch einer ländlichen Struktur geschuldet. Und da müssen wir uns anfangen zu überlegen, wie können wir Geschichten vermitteln in einem Geisterhaus. Und da haben sich natürlich die Geschichte ein bisschen aufgedrängt aus der Mythologie von Luzern, eben die Pilatusdrache, der Werwolf-Glaube, der im 17. Jahrhundert ganz stark war. Wer sich auch noch gruseln will, das Geisterhaus im 3. Stock vom Historischen Museum zu Luzern ist im November jeden Mittwoch, Samstag und Sonntagnachmittag offen.